Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Ghost Recon Online. Ich habe mich dazu doch entschlossen, von der nächsten Folge direkt nochmal eine Folge aufzunehmen. Einfach weil das Match gerade geladen hatte. Beziehungsweise der mir gerade ein neues Match gefunden hat, wo man nicht in ein Match reinkommt, das schon gestartet ist. Ich renne jetzt einfach mal wild drauf los, es ist Aufwärmzeit. Ich habe also, ich kann nicht sterben. Ich kann schon sterben, aber es ist, interessiert keinen. Und ich hoffe nur, dass das mit dem Internet jetzt, weil in der letzten Folge war ja am Ende mit dem Internet so ein bisschen hakelig und hakelig und dumm und so. Und deshalb denke ich, hoffe ich einfach mal, dass es jetzt besser läuft als eben. Und ich kann nicht weiter. Ich bin praktisch so weit gelaufen bis in die feindliche Basis, wie ich kann. So, du stirbst jetzt einfach. Ich bestimme das jetzt einfach mal. Aber im Moment läuft es doch, glaube ich, ganz gut. Außerdem ist das auch, ist ja auch manchmal lustig. Ich stürze jetzt mich mal hier runter. Hat auch noch, habe ich auch noch nie gemacht. Sieht jetzt... Oh, scheiße. Moment. So, ich habe eben den... scheiße, ich hab den WLAN-Stick runtergeschmissen. Der stand bei mir, steht bei mir hier auf so einem kleinen... Ja, was ist das? Schrank? Weil der sonst unter dem Computer... Also, der, den kann man ja auch direkt am Computer hängen, aber... aber der ist ja, aber da ist der so unter dem Computer, unterm Schrank, ganz in der Ecke und dann kriegt er nicht mehr so ein richtiges Signal. Also habe ich den verlängert und auf den Schrank gestellt. Ein USB-Kabel. Und da ist doch jemand. Wir müssen jetzt sowieso erstmal die Punkte schützen, also ich kann jetzt nicht nach vorne richtig rein. Okay. Der schafft das auch schon alleine. Der ist gut drauf. Auf jeden Fall habe ich den eben runtergeschmissen. Ich bin ans Kabel gekommen, habe den runtergeschmissen. Jetzt muss ich ihn erstmal aufheben, sonst... Weiß ich nicht, ob das mit der Verbindung dann so gut ist, wenn der auf dem Boden so rumfliegt. Nicht, dass ich noch mit meinem Drehstuhl drüber rolle und alles in kaputt mache. Ja, da müssen wir jetzt erstmal hier auf jeden Fall verteidigen. Aber ist... Oh, bei B ist ein bisschen was lose. Gehe ich doch mal kurz zu B rüber. Ich guck mal, du kommst super alleine, klar. Obwohl, wenn du Hilfe brauchst, komme ich natürlich rüber. Und ich helfe aber erstmal bei B, weil es gerade so aussieht, als gäbe es hier ein paar Probleme. Und zwar große Probleme, wie ich das gerade sehe. Da ist jemand, der ist alleine, der kann aber nichts ausrichten. Jetzt bin ich hier. Kann auch nichts ausrichten. Bin mir jetzt mal todesmutig. Normalerweise verstecken sie sich immer alle hier. Diesmal nicht. Wo sind die? Oben sind die. Die sind oben. Nein, scheiße! Hab ich ihn erwischt? Ich habe ihn erwischt. Scheiße! Die sind oben rum. Das war nicht dumm. Aber ich dachte, da oben könnte man nicht einnehmen. Deshalb habe ich da als letztes geguckt. Ich dachte, wenn man da oben steht, dann ist man über dem Punkt. War wohl jetzt nicht so ganz. Auf jeden Fall müssen wir jetzt hier bei B aufpassen. Noch so ein bisschen. Da oben kommen sie doch schon. Alter, wie warum verzieht der immer so dumm? Bin ich das? Nicht zu doof zum Schießen? Kann sein. Oder verziehe ich... Also verzieht der ein bisschen. Oh, ich kann schon wieder rein. Was ist denn jetzt los? Ach, weil ich so nah am... Kommt. Da ist doch jemand. Verarsch mich nicht. Na, hier geht's runter zum Turm. So. Hehe. Das war Pech, wa? Hat er gedacht, hier kommt einer runtergesprungen und er kann ihn fertig machen, aber nicht mit mir. Ich hab dich gesehen, ich hab dich fertig gemacht. Naja, man kann es auch übertreiben. Da oben passen zwei auf. Da passen auch zwei auf. Ich pflanze... Was? Wer schießt denn da auf mich? Ja. Solange wir A noch einnehmen, behalten können, ist alles in Butter. Solange sie nicht von hinten kommen. Echt? Echt? Da oben, da liegt jemand und snipert. Der hat... das ist ja ein gewiefter Typ. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich mache mal, weil gerade bei A ziemlich alles sicher aussieht. Ich laufe jetzt mal nach B und
gehe die ganze Sache mal von hinten an. Einfach weil hier überhaupt keine Menschenseele ist. Nee, ach, ich dachte, da wäre eben jemand. Da hat irgendwas geblinkt. Von wegen, ja. Hier sind Gegner. Nee, aber irgendwie. Mist. Jetzt weiß der, dass ich da bin. Das weiß er aber sowieso, aber er könnte es an seine Kollegen weitergeben. Jo. Hier ist ja irgendwie... nicht ganz so viel los. Schreibt behind, was? Wie sind die immer? Die nehmen A ein. Das kann ich nicht zulassen. Da oben snipert aber jemand. Ich habe ein Problem, Leute! Vielleicht denkt er, ich bin einer von ihnen. Okay. Braucht jemand Ammo? Okay, ich glaube, wir haben die Gefahr abgewendet. Ja, den haben wir auch erwischt. Der Sniper scheint weg zu sein. Ich glaube, der ist runtergesprungen. Wir müssen es noch eine Minute schaffen, diesen Punkt zu verteidigen. Was leuchtet denn hier so grün? Ach, da. Ach, der leuchtet grün. Es ist ja ein bisschen, unspektakulär heute. Kommen ja gar nicht so viele Leute an. Da. Von hinten, weißt du? Das ist doch der älteste Trick der Welt. Oh, von vorne auch noch. Okay, das war gut abgesprochen. Oh Gott. Aber wir haben das, glaube ich, ganz gut gelöst. Boah, Alter, wenn ich nicht hinten... Ich hab... Ach, du Scheiße. Ich habe ein bisschen mit meiner Munition... Ich habe ja noch Y-Boost-Munition. Auch wenn ich nicht weiß, ob die was bringt. Ich habe nämlich nur noch 5 Schuss gehabt eben. Hinten, ja, vorne. Tot? Mist. Ich habe meine Munition verschossen und sie hat nichts mal was gebracht. Ach, der oben hat mich getroffen. Nicht der, auf den ich gezielt hatte, der mit der Hitze. Der habe ich nur so peripher tangiert. Berührt. Die haben eine Verlängerung gekriegt, glaube ich, weil die gerade noch zu dem Zeitpunkt auf A waren, als... Ja, ich weiß, er hat ein Schutzschild an, aber was sollte ich machen? Er hätte mich umgenietet, was er auch getan hat. Das war... Nein, ich will nicht, dass ihr A einnimmt. Hört auf mit dem Scheiß. Oh, sie hören auf mit dem Scheiß, das ist gut. Kommt, Leute. Was? Ich hab dich gesehen. Du stehst dahinter. Hinter der Wand. Ich komme von der anderen Seite. Und töte dich. Irgendwo schießt jemand auf mich. Wenn ihr glaubt, ich hätte keine Hitze zum Einsetzen, dann habt ihr falsch geglaubt. Ganz einfach, weil ich es tue. Ich tue es. Ich setze Hitze ein. Auch wenn es jetzt gerade nicht mehr so erfolgreich ist am Ende. Trotzdem, oh, Hitzevorlage, oh, ohne Abschlussvorlage, ach, ich... Ich glaube, wir haben es nochmal abgewendet. Hier oben ist auch ganz schön. Da hat man alles so schön im Blick, man kann sehen, wie die spielen, beziehungsweise wie die sich positionieren. Dass der den da hinten abschießt, von hinten kommt auch keiner. Was macht denn der blaue Punkt da hinten? Ach, der ist da wahrscheinlich gespawnt. Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo man aufwacht, wenn man stirbt. Ja. Scheiße. Von hinten kommt keiner. Ich habe da eben noch hingeguckt. Das kann ja nicht wahr sein. 3, 2, 1, zack, weg. Keine Verlängerung, weil wir haben
Oh, wir haben einen Spieler weniger. Das ist ja ein Ding. Huh. 8 Eliminierungen, 6 Tode, die Bilanz ist... Okay. Für mich sehr gut. Tja. Wann startet die nächste Runde denn jetzt? So, ich will alle Punkte erobern und zwar... Gehe ich nach B oder A? Was machen die denn? Die schreiben, weißt du, oben links steht, deshalb habe ich da ein bisschen verfolgt eben, da steht, wir gehen alle zu einem Punkt. Und er schreibt einfach nicht, zu welchem Punkt. Kann mir das mal einer erklären? Kann mir das einer erklären? Glaube nicht. Versteck mich hier, weil das immer ganz gut ist. Weil dann sieht man, wenn jemand von links kommt. Von rechts natürlich nicht, aber vielleicht passt er ja da so ein bisschen auf. Hier kann natürlich auch schnell jemand hin und her rennen, das ist klar, das ist keine Frage. Ich passe natürlich, versuche ein bisschen auf alle Seiten aufzupassen, aber wir sind auch viele Leute, die gerade hier bei B sind. Natürlich rennen dann natürlich auch alle zu B, wie er hier. Rechnet er aber auch damit, getroffen zu werden. Ja, getroffen wurde er. Aber wahrscheinlich habe ich ihn nicht ich habe ihn nicht getötet. Riss? Wieso habe ich keine Schuss mehr? Nein, ich habe meine gute Munition verschleudert. Scheiße, ich habe nicht umgestellt. Was? Egal, wir haben es eingenommen. Ich kam gerade gar nicht klar. Ich habe meine schöne Munition verschossen. Die war, glaube ich, immer ein bisschen besser. Aber ich meine, ich habe nicht alle verschossen. Ich glaube, ich habe nur ein Päckchen verschossen. Ich weiß aber nicht, ob wie viel besser die jetzt ist als die Standardmunition. Kann ich gar nicht sagen. Auf jeden Fall, was ich sagen kann, ist, dass wir es so weit geschafft haben, dass wir jetzt A einnehmen können, weil wir B sehr schnell eingenommen haben. Aber das hatten die anderen ja auch und haben dann B gut verteidigt. Ich schmeiß mich mal hier todesmutig runter. Ich weiß, dass da wahrscheinlich jetzt jemand sitzen wird und auf mich schießen wird. Obwohl es... Da ist doch jemand. Habe ich ihn noch erwischt? Nee, nur ein bisschen. Obwohl ich wusste, dass er da ist, aber er war einfach schneller. Das ist ja ärgerlich. Aber wir haben ja nur noch einen Punkt einzunehmen, beziehungsweise wenn wir A natürlich eingenommen haben, ist es nur noch C einzunehmen, aber erstmal ist, glaube ich, auch Gleichstand. Also es wäre bis jetzt, glaube ich, ein Unentschieden, weil die haben einen Punkt eingenommen, wir haben einen Punkt eingenommen. Das wäre also ein Unentschieden. Und ich glaube, ich komme immer mal von der linken Seite. Hier kann man jetzt schön immer lang gehen. Ich glaube, das ging ganz, ganz früher nicht. In den Anfangstagen dieses schönen Spieles. Oh, drei Leute gehen auf ihn drauf. Wie irre. Oh, was ist hier los? Wir sind einfach so rabiat. Und drei Leute gehen auf ihn drauf. Jammerübel. Jammerübel? Habe ich auch noch nie gesagt. Nice work, sagt Nickel Hook. Nickel Hook? Und dann hat er mit recht. Damit hat er recht. Hey, wo ist der hin? Was ist hinter mir? Rebo King war hinter mir. Naja, wir haben C. Wir müssen jetzt nur noch C einnehmen. C, okay, C. Und da schreibt noch einer behind. Das hätte ich... Ich schreibe immer gar nicht so schnell, weil ich gar nicht so schnell schreiben könnte, wie ich... wie ich drauf klarkomme. Ja, das war jetzt... Er hat wahrscheinlich nicht gemerkt, dass der Punkt schon eingenommen ist. Und deshalb spawnen wir ja dann immer da oben schon. Ach, schön. Oder er wollte uns alle umnieten. Ich weiß es nicht. Trotzdem war es lustig. Ich hätte irgendeinen Satz angefangen. Achso, ich bin immer gar nicht so. So schnell wie ich hier schreibe, damit hätte. Da ist die Sache schon gegessen. Außerdem muss ich mich ja auch so ein bisschen hier auf das Spielen und auf das Kommentieren konzentrieren. Außerdem habe ich gerade eh das Brett, wo die Tastatur drauf liegt, unterm Schreibtisch. Also komme ich da jetzt auch gar nicht dran. Also, ich habe jetzt die Tasten WASD, die habe ich drinnen. Die weiß ich, wo die liegen, aber der Rest. Zum Schreiben wüsste ich jetzt nicht.
Ja. 10 nehmen wir auf jeden Fall auch schon mal ein. Das gefällt mir richtig gut. Hehe. Da sehe ich ein Gewehr. Kann ich das... Ah, der hat mich gesehen. Der hat mich gesehen. Der hat mich... Der hat das mitgekriegt, dass ich da rum bin. Ah, okay. Das war der andere noch. Hä? Siehst du den? Ah, nee, nee, nicht darunter. Ich mache das immer. Ich will immer gerne eine Abkürzung nehmen und springe da runter. Dann habe ich schon 5 Leben verloren. Und das sind die 5 Leben, die ich dann verliere, wenn ich nachher angeschossen werde. Ich könnte man ja auch einfach runterspringen. Wie er. Man könnte es machen wie er. Hat er Leben verloren? Hat nur noch 68 von 140. Kann das sein? Ja. Einfach weil er runtergesprungen ist, siehst du? Und nachher fehlt ihm das wieder. Hallo, komm mal raus. So, Vögelchen hat Kuckuck gesagt. Nein, er hat mich nicht erledigt. Ach, er wusste, dass ich da bin und... Da war noch einer. Oh, wie viele da sind. Okay, also es sind alle links, deshalb gehe ich jetzt nach rechts. Da wird wahrscheinlich nur einer rechts warten und genau der wird mich treffen. Okay, hier, das ist auch schon mal schön. Hier liegen zwei, die snipern wohl. Obwohl ich immer kein großer Freund des Snipern bin. Solange sie bei einer gegnerischen Seite sind. Nee. Generell so nicht. Moment, ich kann durch das Fenster. Hab ich auch noch nicht gewusst. Sterbe ich zwar ein bisschen, aber ich habe eine Abkürzung genommen. Muss man ja alles mal testen. Man muss das mal testen. Das hat sich ja ein bisschen hier verändert. Wo geht's runter? So geht's runter. Hat sich ein bisschen verändert, die Karte auch, im Laufe der Zeit. Das war hier noch alles ganz anders. Ja. Nee, ich bleib mal hier liegen, weil ich kann ja sonst nicht den Punkt einnehmen. Die passen da auf. Ich hoffe mal, dass jetzt hier keiner rumkommt. Tötet ihn! Tötet ihn! Tötet ihn! Oh, der hat auch ein Schutzschild angemacht. Oh, das wird spannend. Aber die können sich beide nicht... Warte, das muss ich noch kurz verfolgen, ob ich das noch sehen kann. Wie das gerade läuft. Okay, das sind mir eh gerade zu viele. Ich muss da hin, ich muss da kämpfen. Ich muss euch retten, Jungs. Also jedenfalls mein Bestes geben. Ich gehe... Scheiße, wir haben es hier zurück angenommen. Es geht nur noch 28 Sekunden. Hey. Aber ich glaube, wir haben trotzdem gewonnen. Egal, was jetzt passiert, weil wir haben A und B eingenommen. Ergo haben wir... mich schon wieder am Bein gestoßen. Haben wir also auch mehr... mehr Punkte eingenommen. Verlängerung? Vielleicht schaffen wir es ja sogar noch. Wäre auch schön. Von hinten? Wer schießt denn mich von hinten? Ah, von der Seite. Hä? Von der Seite kam der. Von der anderen Seite. Guck hier immer vier Fallschaden. Ist auch nicht schön. Ist auch nicht schön. Ich will wieder rein in das Spiel. Lasst mich rein. Lasst mich rein. Das kostet mich doch alles nur Zeit. Jetzt muss ich da wieder hinlaufen. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Und wieder. Ich springe jetzt einfach durchs Fenster, weil ich glaube, diesen 5 Fallschaden, der ist dann meistens, wenn ich getroffen werde, ist das eh... Pillekram, ganz einfach, weil wenn ich getroffen werde, dann ist es ja meistens immer so, dass ich dann so getroffen werde, dass ich direkt tot bin. Verdammter! Das ist doch ein... Das ist... Oh, 15! Oh nein! Den hätte ich erwischen können.
Ach, das sind doch 26, die abgezogen werden. Das ist doch mehr, als ich gedacht habe. Ich dachte, das wäre nicht so viel. Aber 26 ist schon eine Menge. Das ist schon viel. Richtig. Ach komm. YOLO! Ach, schade, ich bin nicht mal richtig runtergesprungen. Komm, ich stürm das jetzt. Das ist scheißegal. Naja. Ich hätte vielleicht doch aufpassen sollen. Naja, jetzt bringt's nichts mehr. Ich wollte nach vorne stürmen und wollte die Leute ausschalten. Aber ich hab's nicht geschafft. Ich bin vorher gestorben. Nee, Quatsch. War mir schon logisch, dass ich da drauf gehe. Ja gut, das war... Oh, bester Stoßtrupp. Das habe ich lange nicht gehabt. Das habe ich sehr lange nicht gehabt. Ich habe aber auch nur... Ich habe auch gar nichts gemacht eigentlich. Ich habe ja nur 7 Niederlage. Was? Weil wir 10 nicht erobert haben. Scheiße. Was ist das? Trotzdem mein Sieg. Besser Stoßgruppe hatte ich lange nicht mehr. Sehr lange sogar. Aber freut mich. Es gibt wieder, glaube ich, ein paar extra Punkte. Und... Oh, jetzt soll ich wieder bewerten, wie das Spiel war. Excellent. Ich sage excellent. So. Und dann würde ich... Ich würde Finish Survive... Ich drück's doch. Hallo. Ich habe Anke an... dann würde ich sagen, war das wieder eine erfolgreiche Runde. Wir haben eine von 2 Runden gesiegt, beziehungsweise das ganze Spiel dann auch gesiegt. Das ist doch schön. So müsste es eigentlich immer laufen. Und dann hoffe ich, dass wir uns das nächste Mal wiedersehen. Bis dahin, tschüss.